Hi, Sadie. This is Ed. You okay? Peachy. You sure? Tja, Sören, wer mag nett Urlaub? Das ist schon sicher, das ist klar. Still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. Komm. I need someone to ride with me. Nimm Sadie. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me and to my husband. Like, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Tell you what, I'll do it, but there's something you could help me with. Abigail, Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done, but when the time comes... But how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape when I... You know, you and me... We're more ghosts than people, but them, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Thanks, Arthur. Okay. Ach man, nimm dir Sadie und hau da ab. Das wäre die einzig richtige Entscheidung, die du jetzt noch treffen kannst, alter Mann. Ja, und diese Visionen und die Träume kommen immer öfter, habe ich das Gefühl. For killing. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. It's a big ranch. Run down. Lots of folk there. But spread pretty thin. I'll set it off, and then we'll take it from there. Take it from there? Okay. So, no real plan then? Oh, I got a plan. Now, come on. Is that a woman? Jesus! Who the hell is that lady? That's the Hellcat saw Colm swing. Count! Let's finish this! End of the road! Wo sind die denn alle? So.
Ah! Bam. Ist er gerade geflohen? Autsch! Mann, manchmal ist die Kamera einfach nur bescheuert. Oh, ey. Ja, ficken, ey. Diese Kack-Kamera manchmal. Das nervt total. Und es müssen auch wieder 8 Gegner sein, es reichen nicht 2. Sadies Voice Acting ist echt klasse, das stimmt. So, ich nehme erstmal wieder das Gewehr. Bam! Wieder getroffen, würde ich sagen. Yep. Weiter im Text. So, den da hinten bekomme ich auch noch. Wo ist der? Da ist er. So. Einmal durch den Hals. Diese Kleinigkeiten hier, ne? Dieses auslaufende Fass, weil ich da dran geschossen habe. Das sind die Sachen, die das Spiel geil machen. So. Auf in die Scheune. Jetzt nehme ich aber wirklich meinen Revolver. Der ist auf kurze Distanz einfach besser. Ey. Ja, was war das denn jetzt bitte? Das war ja albern. Och Mann! Drecksspiel. Ich will jetzt diese scheiß Mission abschließen. Ah, es ist echt nervtötend. So. Nummer 1, Nummer 2. Hep. Mann. Habe ich dem wieder den Hut runtergeschossen? Ja.
Sag mal. So. Zack. So, diesmal aber. Lad nach! Mann ey! Begib dich zu Sadie. Mach ich. Mann, das war aber auch jetzt echt eine schwere Geburt hier, ey. Gleich um 6 startet übrigens mein Gespräch mit Imp. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Den Hater vom Dienst. So. Die hat aber schon gut aufgeräumt hier, die Gute. Ja, gehst du vielleicht noch langsamer hoch, Arthur? Wie wär's denn mal? Wow. Blutig. He was a good man, my Jakey. 172? What the? We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. Ach komm, brech zusammen auf und haut da ab, ey. We should get away from her. Ja, auf jeden Fall. Von allen anderen auch. Nicht nur von da. Danke, Phoenix Andy. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, Oh, wie die aussieht. I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass die auch noch stirbt. Mrs. Sadie Adler. In diesem Sinne, ihr Lieben, mit dieser wunderbaren Aussicht hier, sage ich vielen Dank fürs Zugucken und mache es wie die Vögel und fliege von dann. Ah, schön, ein brennendes Haus. Alle, die da sind, können gerne noch bleiben. Ich werde jetzt gleich kurz umswitchen, ein bisschen umbauen, das Mikrofon wieder rüber ins Büro packen. Ich sitze ja gerade mal wieder im Wohnzimmer. Und werde gleich zusammen mit dem lieben Imp eine Stunde oder zwei ein bisschen quatschen über Hate Speech im Internet und so. Und bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird.
Bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!